Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, ich habe jetzt nochmal Fluttershy dabei, mein Fawnzy, weil ich eben noch ein bisschen gelevelt habe. Zwei Folgen werde ich jetzt noch mit ihr machen und dann dürft ihr ungefähr das Mavari sehen. So, zumindest jetzt mein grober Plan. Jetzt am 7.8., wo ich aufnehme. So, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt bei Pi weiter. Wir haben genug gewartet. Das mit der Seekarte müssen wir auch noch machen. Da geht es auch noch weiter. Ja, wir haben jede Menge zu tun auf jeden Fall hier. So, die Vogelscheuche ist fertig. Nun wollen wir mal ein herrlich magisch-veganes Hexengebräu aufsetzen. Als erstes brauchen wir richtig viel Feuerholz. Das Gebräu muss immer schön köcheln. Es darf bloß nicht kalt werden. Wenn das passiert, müssen wir ganz von vorne anfangen. Feuerholz gibt es genug draußen vor dem Sumpf. Wenn du auf dem Boden zwischen dem Sumpf und dem Eisentor nachsiehst, dann wirst du rasch jede Menge Feuerholz finden. Geronimo! Der schnellste Weg aus dem Sumpf? Spring einfach rein. Vorsicht, nicht im echten Leben nachmachen. Das könnte eventuell vielleicht schief gehen. So. Feuerholz sammeln hier. Ei, ei, ei. Ich bin schon wieder. Ja, das bringt's, wenn man sich die Hand vor den Mund hält, wenn man schon fertig gegähnt hat. Ei, ei, ei. Ja, ich wollte wieder schwimmen und ich bin immer. Gut, ich bin heute auch wieder viel geschwommen. 60 Bahnen a 50 Meter habe ich wieder hinter mich gebracht. Also insgesamt 3 Kilometer geschwommen. Dann ist klar, dass man müde ist. Aber ich bin generell, auch wenn ich im Freibad nur so ein bisschen vor mich hin platsche, ich bin irgendwie nach dem Freibad immer müde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, macht Chlor zufällig müde? Auch nach dem Hallenbad. Also ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich in Naturwasser schwimme. Ich war noch nie in einem Naturfreibad. Ich war einmal in einem Stausee baden. Das war ein prägendes Erlebnis. Ich bin nicht so der Fan von Naturwasser. Zumindest nicht, wenn es jetzt irgendwie, wenn es wirklich so richtig... Wenn das so aufgewühlt ist am Ufer, weil dann ist das so richtig, sieht es so richtig dreckig aus, so richtig blah. Aber ich weiß nicht, ob das da auch so wäre, aber ich bin auf jeden Fall immer abends so richtig K.O. Du hast ja jede Menge Holz gefunden, sehe ich. Das wird für das Hexengebräu und für einen schönen Kessel mit Sumpftee reichen. Gut gemacht, Tiffany. Nun müssen wir nur mehr alle Zutaten finden. Ich habe sowohl ökologische als auch regional produzierte Alternativen statt der Originalzutaten für das Hexengebräu gefunden. Das wird ganz ausgezeichnet. Okay. Oh Gott. Ja, Ziegenschleim würde ich auch gerne ersetzen. Anstelle von Ziegenschleim, eine klassische Zutat in Hexentränken, werden wir ganz gewöhnliches Sumpfwasser verwenden. Das gibt dem Gebräu zwar nicht diese herrlich grün, giftgrüne Farbe wie Ziegenschleim, aber ist genauso kraftvoll. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass das ein vertretbarer Verzicht ist, Tiffany. Ja. Obwohl Sumpfwasser auch eklig ist. Schön zu hören. Nun, du bist ja keine Hexe, aber du verstehst vielleicht, dass viele weniger progressive Hexen grün, besser gesagt noch grüner im Gesicht werden würden, wenn sie von solch neumodischen Sachen hören würden. Hier ist eine Flasche. Befülle sie mit Sumpfwasser beim Steg unter meinem Haus. Und warm ist es hier drin und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe lange über das hier nachgedacht. Das war schwer, aber zum Schluss bin ich auf eine ausreichende Alternative zu Fledermausflügeln gekommen. Sie sind schwer mit pflanzlichen Alternativen zu ersetzen, vor allem wegen dem Geschmack, aber ich habe eine Lösung für das Problem. Es klappt nämlich auch mit Sumpfsellerie. Vor allen Dingen Fledermausflügeln, ne? Pi, sei vorsichtig, gibt Corona. Sumpfsellerie wächst hier überall im Sumpf, ist also nicht schwer zu finden. Komm zurück, wenn du ausreichend davon gefunden hast. Und schwarzer Riesenpilz. Nein, Fliegenpilz. Eidechsenbeine. Ich sage nur Eidechsenbeine. Diese Zutat war wirklich nicht leicht zu ersetzen, Tiffany.
Aber nach 10 Tassen köstlichem Sumpftee ist mir die Erleuchtung gekommen. Schwarzer Fliegenpilz. Dass da früher keiner drauf gekommen ist. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht mal so komisch. Hexentränke mit schwarzem Fliegenpilz haben schließlich einen leicht tödlichen Nebeneffekt. Aber wir wollen unseren Trank ja nicht trinken, also ist das kein Problem. Sei aber vorsichtig, wenn du ihn pflückst, Tiffany. Der schwarze Fliegenpilz ist Jorviks gefährlichster Pilz. Aber das ist kein Ding für dich, was? Gut, Tiffany, sei nur vorsichtig. Die nächste Stelle, wo du schwarzen Fliegenpilz finden kannst, ist oben am kaputten Tor beim Bergweg des alten Königs. Das ist der Weg gleich rechts, wenn du aus dem Sumpf kommst. Viel Erfolg. Das ist echt anstrengend, die so zu lesen bei dem Wetter. Ah, stopp. Da müssen wir noch runter. Und das Sumpfwasser abfüllen. Wow, nein! Oh. Gut, ich muss ja sowieso noch nach draußen, von daher sollte das nicht allzu schlimm sein. Dann fangen wir halt mit dem Pilz an. Oh Gott. Oh Leute, glaubt nicht, dass mich das langweilt, hier die Videos zu machen. Weil ich so oft zu müde bin, wenn ich das mache. So ist es nicht. Ich bin nur einfach K.O. Goldblatt anhöhen. So, oha. Ich glaube, hier oben bin ich noch gar nicht gewesen, seit sich das alles verändert hat. Ich hoffe, ich finde den schwarzen Fliegenpilz noch. Nicht, dass er hier irgendwo im Boden rumgümpelt. Nee, guck. Ich hätte gerne ein schönes Bild. Oh, wie hübsch sie ist. Ganz ehrlich, ich finde dieses Andalusia-Modell so traumhaft schön. Ich finde das so schick. Wir haben wieder kaum Musik. Also ich finde das wirklich ganz, ganz grandios. Also... Und dann noch das Fawnsy, diese Farbe dann dazu. Ich finde es wirklich toll. Ich mag's. Also das haben sie richtig klasse hinbekommen. Also das ist definitiv mit einer meiner Lieblingsrassen. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht. Oh, wow. Ja, wie gesagt, hier oben bin ich noch gar nicht mehr gewesen. Bin ich noch gar nicht gewesen. Das ist alles neu für mich. Deswegen möchte ich jetzt hier auch noch nicht großartig weiter drüber reiten und mich spoilern. Weil ich glaube, hier kommen wir später nochmal hin. Aber wirklich, wirklich gelungen. Muss ich sagen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir hier mal wieder hin zurückkehren. Der König ist zurückgekehrt. Um es mal mit Rafikis Worten zu sagen. Ach, guck, da geht auch noch ein Weg raus. Ich bin echt gespannt, das hier zu erkunden. Ich bin richtig gespannt darauf, das zu erkunden. Ach ja, ich hätte auch ganz einfach links von den Steinen bleiben können. Macht ja nichts. Ja, moin. Gut, dann wollen wir mal das Hexenbräu hier fertig bekommen. Ich habe einen Ohrwurm, weil ich gerade noch Highlights aus meinem ersten Fall Guy Stream rausgeschnitten habe. Von einem Lied von... Oh Gott, gut, dass da der Balken war, der Pfosten. Der goldene Vollpfosten geht an diesen Pfosten. Und jetzt habe ich gerade einen Ohrwurm von dem Lied von Alligator, Denk an die Kinder. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das denn? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Oh Gott. Wer von euch kennt das? Wäre es auch mal so fertig nach dem Freibad? Oh, macht mir Hoffnung. Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich alt werde. Aber... das habe ich als Kind auch schon so gehabt. Ich sehe immer fix und fertig. Ah, nein! Ich drehe wie eine Bekloppte hier am Mausrad nach hinten, damit mein Pferd langsamer wird, aber es wird nicht langsamer. Es denkt sich einfach mal so, nö. Eselmodus an. Ich bin jetzt heute mal stur. Ich laufe einfach weiter. Könnt ihr, wenn ihr bis hierhin das Video geguckt habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Eselmodus.
gucken, wer hier das Video durchguckt. So, wieder vor allen Dingen an der gleichen Stelle, wo ich eben schon das Wasser holen wollte. Oh! Oh Gott. Ich bin echt zu doof. Bleib stehen! Du stürzt uns dauernd ins Verderben, Flatterschei. Das ist dir schon klar, oder? So. Nu aber, jetzt haben wir alles. So, jetzt hier wieder rauf. Zack. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich mich verabschieden, weil ich muss jetzt gerade erstmal Luft holen. Es ist so ekelhaft warm hier drin, weil ich jetzt hier auch noch von da stehen zwei Lampen, da und von da aus der Cam Licht habe. Und das wärmt hier einfach alles auf. Und ich glaube, ich werde jetzt mal eben mir ein kleines Knötchen wieder machen, weil ich kann auch die Haare nicht mehr an mir leiden. Gucken, ob ich noch irgendwo irgendeinen Schluck zu trinken finde und dann mache ich weiter mit der Quest. Sorry, dass wir jetzt hier nochmal abbrechen müssen zwischendrin. Es tut mir leid. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.